Ja, ich schon wieder. Hallo, Miles. Haben Sie mit unserem Freund Samuel geredet? Ja. Ja, das habe ich. Und sehen Sie irgendein Problem? Ganz und gar nicht. Ich lasse ihm allerdings noch etwas mehr Zeit. Warum sollten Sie etwas derartiges tun? Ich gehe davon aus, dass er nur etwas mehr Raum braucht, um unsere Wünsche zu erfüllen. Vielleicht wäre es besser, wenn ich noch mal mit ihm rede. Anscheinend haben Sie mich nicht verstanden. Doch, ich denke schon. Haben Sie mich verstanden? Ja. Für einen kurzen Augenblick hatte ich schon Angst, dass wir uns nicht mehr verstehen. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ich bin etwas in Eile. Und das würde ein längeres Gespräch werden. Kann schon sein. Sie hören von mir. Wow, hier drin war es noch nie so sauber. Man kann sogar durch die Schaufenster gucken. Hier habe ich Kuchen für uns. Lilly, tut mir leid. Ich habe dich gestern nicht mehr zurückgerufen. Schon verziehen. Aber wenn du dich heute nicht gut fühlst, dann springe ich für dich ein. Nein, mir geht's ganz gut. Danke. Ehrlich? Ich werde nicht nur hier bleiben. Ich werde auch nicht aufhören, mir Sorgen um dich zu machen. Ach, mir geht's gut, wirklich. Das waren bloß ein paar merkwürdige Tage, die mich etwas verwirrt haben. Und ich bin nun mal etwas sensibel, aber ich fühle mich eigentlich ziemlich gut. Ich habe wieder Hoffnung. Bald werde ich meinen Traummann haben. Mom verkuppelt mich gerade mit Helens Sohn, diesem Apotheker. Ach, Judy. Themawechsel, ja? Judith Lauren Brooks, los, komm hier. Womit hast du so eine Schwester verdient? Womit habe ich mich verdient? Was das Verdienen betrifft, Apotheker verdienen ein Vermögen. Es tut mir so leid, dass ich dich damit belaste. Und mir tut leid, dass mir nichts dazu einfällt, außer dass jeder Topf seinen Deckel findet. Obwohl da was dran ist. Da wäre ich mir aber gar nicht mal so sicher. Ich habe eine Heidenangst, Lilly. Vielleicht finde ich ja nie mehr den richtigen. Denn jedes Mal, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich ihn diesmal wirklich gefunden habe, stellt sich heraus, dass ich wieder mal vollkommen falsch gelegen habe. Ich lasse mir keine Chance. Irgendwas in mir wehrt sich. Ob ich will oder nicht. Jetzt red keinen Unsinn. Aber du weißt doch genau, wie verrückt deine Schwester ist. Ich hasse es. Ich glaube manchmal, ich habe Angst davor, am Ende glücklich zu werden. Ganz egal, was ich mache, ich entscheide mich erst für ihn, wenn er dann weg ist. Und eigentlich träume ich von einer Familie. Einem Mann und vielen Kindern. Ich habe diese Sehnsucht. Wird es je dazu kommen? Das wünsche ich dir. Aber versprechen kann ich es dir nicht. Ich glaube, ich mache erst einmal Schluss für heute. Warum? Ich würde dir auch gern dabei helfen. Vergiss es. Dabei kann mir niemand helfen. Gib mir eine Chance. Dann verrat mir mal, wie viel man im Monat für Lebensmittel ausgibt. Das ist einfach. Mit 2 Kindern ist das ungefähr 1 Million. Okay. Ich brauche 1 Million Dollar im Monat. Sie schlafen bei Jake? Ja. Das tun sie. Du weißt nicht, wie sehr ich mich freue, dass du noch vorbeigekommen bist. Ich brauche dich am meisten, wenn ich glaube, dass wir zerstritten sind. Sind wir denn zerstritten? Das wäre mir doch aufgefallen. Es ist sehr verwirrend. Was? Wenn man was sagen will, was einem nicht über die Lippen geht. Was willst du denn sagen? Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich kann nicht mehr ohne dich leben.
Ich habe ihn viel studiert, den Marmor, den sie für mich meißelten. Ein Schiff mit gestrichenen Segeln ruht im Hafen. Das stellt in Wahrheit nicht mein Ende dar, aber mein Leben. Wo sich mir Liebe bot, scheute ich die Ernüchterung bloß. Schlug Leid an meine Tür, so fürchtete ich mich. Der Ehrgeiz rief, ich witterte Gefahr und hungerte doch stets nach einem Sinn in allem. Jetzt weiß ich es. Man muss die Segel setzen und sich dem Wind des Schicksals stellen, wohin er das Boot auch treibt. Sinn in das Leben bringen wollen, kann zu Wahnsinn führen. Aber ohne Bedeutung wird das Leben regiert von Ruhelosigkeit und unbestimmter Gier. So wie ein Schiff, das nach dem Meer strebt, das es im Grunde fürchtet. Jake, der Kampf geht morgen in die nächste Runde mit immer härteren Bandagen. Neuester Tiefschlag, Lillys Vater auf Seiten des Ex. Nochmal mit Gefühl, morgen um 10 nach 1 bei Vox.